Miau, willkommen zurück zu Sacred 3. Nein, auch Nee, Diablo 3. Diablo 3. Moin. Ist ein bisschen besser, das Spiel Minimal. hier. Oh. So, ja. Bis zum Ende des Spiels können wir es. Hoffentlich. Ah, Hilfe, ein Boom. Neue Woche, neues Glück. Neue Woche, neue Session, neues alles. Ja, wir sind jetzt hier wieder in den Ariad-Krater drinnen. Genau. Es ist Montag. Ja, das heißt wieder, Arne macht eine kleine Zusammenfassung von Genau. dem, was so passiert ist. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, letzte Woche, sind wir damit gestartet, dass wir in den Tiefen der Bastion waren und den Eindringling dort aufzuspüren, der sich dort von, wie hieß er schon wieder, Asmodan eingeschlichen hat. Und das hat sich herausgestellt, dass einer seiner ja, höchsten Babos, das irgendwie, wie heißt der schon wieder, keine Ahnung, so ein Dicker, der Herr der Völlerei, glaube ich, war das. Der dicke Und Babo. der hat sich da in der Speisekammer breit gemacht und hat da alles verdorben. Und die mussten wir ihm auf die Fresse hauen. Und da war alles gut. Und damit haben wir dann mehr oder weniger die Bastion jetzt auch von oben wie auch von innen komplett verteidigt und haben uns dann zur Aufgabe gesetzt, ja gut, Bastion ist erstmal sicher. Das heißt, wir können dann erstmal aufbrechen und erstmal dann persönlich in den Hintern treten. Wir haben uns gesagt, gut, wenn der aus dem Berg kommt, warum gehen wir dann nicht selber in den Berg rein und hauen ihn auf die Fresse? Genau. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind auf die Schlachtfelder in dieser Eiswüste gegangen. Haben uns durchgeboxt bis zu dem Krater, sind dabei über eine Brücke marschiert, sind zum Eingang des Berges gekommen, wo dann noch ein ja, Torwächter mehr oder weniger auf uns gewartet hat, den wir auch nochmal verprügelt haben. Zwischenzeitlich hat sich dann uns dann noch Tyrael angeschlossen und uns geholfen. Genau. Und jetzt sind wir hier drinnen und wollen in die Tiefen des Kraters zuerst mal dann persönlich runterstolzieren. Und uns wurde gesagt, dass der gute Herr Asmodan hier irgendwie Sündenherzen verwendet, um seine ja, Einheit, seine Armee zu stärken. Die gilt es jetzt zu zerstören auf dem Weg zu ihm. Boah. Und Gut. das war's. Ja. Ja. Soweit, so gut. Mal gucken, ob er uns das einfach so durchlässt hier. Der dicke Kröterich. So ein bisschen Unterwelt-Feeling jetzt hier wieder. Du Genau. hast jetzt neu im Repertoire eine Flutwelle irgendwie. Ja, ich hatte ja vorher schon die Piranhas, aber die waren nur in so einem Piranha-Pool und jetzt habe ich sie als Welle. Ah. Piranha-Welle. Genau. Ich habe jetzt auch einen neuen Skill, beziehungsweise, was heißt neu, den habe ich auch schon länger, aber ich benutze ihn das erste Mal. Da verwandle ich mich in so einen schwarzen Annie, wie man hier sieht. Angeblich bin ich dann stärker und halt mehr aus und krieg mehr Ressourcen. Die Schwarzen sind immer stärker. Ja, Katze, erzähl mal, was ist heute passiert? Was ist heute pa Oh, Asmodan. Wen interessiert das auch? Du sabbel fertig da. Ich mag aber seine Stimme ganz gern, die ist irgendwie wohltuend. Ich Jabba. überlege gerade Montag, das heißt, ich war dann wahrscheinlich am Wochenende bei meinen Parents. Jetzt steht auch schon wieder Unterrichten an im Yoga. Jetzt kommt alles wieder Schlag auf Schlag. Ich meinte eigentlich, was du heute am Aufnahmetag Heute am gemacht Aufnahmetag, ja, heute war Big Tattoo Day. hast. Ist das nicht diese Girlband? Ja, genau, Big Tattoo. Wie war das? Every Girl Loves Every Girl oder so, keine Ahnung. Nee, all the things she said. Nein, was das Tattoo übersetzt heißt. Ach T-A-T-O. so, das wusste ich gar nicht, dass es überhaupt eine Bedeutung hat. Ja, doch. Was hast du gesagt? Every Girl Loves Every Girl oder sowas. Keine Aha. Ahnung, es stand damals in der Bravo Der oder Bravo. so. Ja, Qualitätsjournalismus Ja, natürlich. natürlich, natürlich. Das haben sie sich auch nicht ausgedacht. Das, wer Total weiß. legit. Wer weiß.
Oh, ein Schatz kommt hin. Ja, war ganz gut. War doch weniger schmerzhaft als befürchtet. Musstest du nicht weinen? Nein. Wie bist du denn auf den Tätowierer gekommen? Wurde dir die empfohlen? Ja, den hat mir Bekannte empfohlen. Die haben auch einen sehr guten Ruf hier in Bochum. einen guten Ruf. Der war mal Assi-Gebiet. An der Leiche wiederbeleben. Tod. Oh, sorry, dass du gestorben bist. Ich bin hier gerade die ganze Zeit am Schatzgoblin plätschen. Ja, hier sind jetzt halt wieder diese ganzen Pfützen und so. Ein bisschen blöd. No, komm zu mir, hier ist nichts. Aber es werden nur immer mehr Pfützen. Egal. Schatzgoblin ist wichtig. Der hat Geld, davon haben wir noch nicht genug. Wir pullen alles. Nein, wir müssen ihn töten. Katze, hier. Ja, aber hier ist schon Endboss angesagt. Er ist abgehauen. Mittlerweile ist das ganze Schlachtfeld voller Pfützen. Und ich bin wieder tot. No. Der Ahn ist zu gierig. Ich tanke das hier durch. Ich stehe hier einfach im Ohr, wo er explodiert. Da sollte ich gleich mal rausgehen. Ich krieg halt irgendwie überhaupt keinen Schaden mehr. Was ist denn da los? Ah, warum stirbt denn dieser Ghoul hier nicht? Ich stehe hier in der Suppe. Nö, nö, nö. Ah. Zu einer Knoten. Zack. So, Tattoo. Hat dir jemand empfohlen? Genau. Wie lange hat es gedauert? Ja, ich habe währenddessen nicht auf die Uhr geguckt, aber vielleicht eine halbe Stunde oder so oder dreiviertel Stunde. Ja, wirklich fix. Ja, gut, du hast ja, sag ich mal, auch nur so einen Schriftzug, ne? Ja, also, genau. Also, der? Wenn man da, ja, der geht einmal. Halt nicht ganz um den Arm, ja, lässt sich jetzt ein bisschen blöd erklären. Ne? Ja, die Leute haben wahrscheinlich das Bild dann auf Twitter aufgesehen. Genau. Ja, ich hab's ja nicht ganz rund fotografiert. Nee, aber man schlecht. Kann sich ja vorstellen, wie, also ungefähr. Ja. Nee, aber war dann doch ganz gut. Jetzt darf ich erstmal eine ganze Zeit lang dieses Pflaster drauf lassen. Darfst du denn duschen? Ja, dank dem Pflaster darf ich das. Wir haben nur gehört, dass man dann auch irgendwie verstärkt aufpassen muss wegen Sonne und so. Ja, ja, das ist ja generell auch danach, ne, damit das halt sowieso nicht ausbleicht und so. Muss jetzt hier so ordentlich so einen Zwirbler machen, weißt du? Ja, das hat der Medi heute auch gesagt. So wie in der Schule immer, also. Ist an sich ein bisschen schade, weil wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, hatten wir erst überlegt, schwimmen zu gehen, aber das geht jetzt leider nicht. Disney. Und das ist hin, ne? Wenn es ganz verheilt ist, also jetzt die erste Woche sowieso gar nicht. Warum darfst du den Duschen aber nicht schwimmen? Wegen Chlorgehalt oder ja, da bleibst du ja viel länger auch im Wasser, also ich sollte jetzt auch nicht baden oder so, dann weicht das halt so ein, ne? Ja, und ich schätze mal, Chlor ist schon auch nicht so geil dann. Okay. Oder nicht okay, je nachdem. Ja. Keine Badebombe. Nee. Erstmal nicht. Ja, mal schauen, ob ich das dann so lasse oder ob ich noch irgendwann ein bisschen Farbe drumherum machen lasse. Ich brauche Heilung. Mal gucken. So, wir müssen hier runter. Huch, was läuft denn hier ganz so komisch? Aber es war dann noch ganz lustig, weil meine Tätowiererin sich tatsächlich auch mit dem Mantra auskannte und so. Nicht wahr. Ich mag Pizza, ich mag Pizza. Das fand ich noch so schön. Ach, schon wieder teuer war das jetzt, da mal fragen. 120 Euro. Okay, das ist jetzt halt auch nicht so groß, ne? Ja. In einer Session, ja gut. Ja, das haben die mir halt aber auch schon vorher gesagt, als ich das besprochen habe, wie teuer das ungefähr wird. Das hängt ja, glaube ich, von der Größe, dann Farbe und ja, genau. Ja, wie gesagt, die Anzahl der Sitzungen halt auch ab. Was backt die denn hier gerade so rum? Ja, und das ist jetzt ja auch wirklich nur Schrift. Ist ja nicht groß mit Schattierung oder sonst was künstlerischem verbunden. Ja. Und du bist dir ganz sicher, dass das Richtige ist, was da steht? Yes. Ich lerne das ja schließlich für meine Ausbildung. Okay. Nur noch mal sicher gehen. Ja, das war einmal eine Bekannte von mir, hat uns ganz stolz mal ein Bild geschickt von ihrem Tattoo. Da stand halt irgendwas auf Englisch und dann hat da einfach ein Buchstabe gefehlt oder war falsch oder so. Dann ist sie da auch am gleichen Abend noch hin, hat sich dann die Farbe da wieder irgendwie mit so Kochsalzlösung rausziehen lassen und das neu machen. Oh.
Das muss ja nicht sein. Oh, ein legendärer Gegenstand. Mal gucken, was ist denn das? Sternendoktrin heißt das Ding. Aha. Und wurde zu Sonnenhüter, ist aber schlecht. Schlechter als das, was ich habe, jedenfalls. Toll. Ich sehe immer noch beschissen aus hier. Deshalb habe ich gerade mein Equip ein bisschen transmogrifiziert. Das ist auch voll das fette Schwert hinten. Ja. Nichts mehr mit Fetisch und irgendwie Spukrohr oder was auch immer. Ihr wolltet ja ist. Mehr Damage haben. Ja. Muss. Ja, bloß ja. Nur. Man kriegt hier auch wieder neue. Ja, wir fangen ja jetzt gerade erst so richtig an, sag ich mal. Wenn du Level 70 bist, dann geht das ab hier. Yep. Dann kriegst du erstmal Sets und sowas. Aber während ich da gewartet habe auf meinen Termin, habe ich mir halt mal deren Kunstbücher quasi durchgeguckt von den einzelnen Tätowierern da. Und dann waren ja auch solche Vorschläge, was der jeweilige Tätowierer gerne mal machen würde als Motiv. Mhm. Und dann war auch ein Otter dabei und ein Niffler. Ich auch gedacht, Continuous. Ja, wäre mir als Tattoo zu krass, aber es war schon schön. Kein Nippler? Nee. Ach, der explodiert. Mirasol, der Ausbruch. Ich hatte ja früher immer lange überlegt, mir mal die Deathly Hallows zu machen. Aber so einen ganzen Niffler wollte ich jetzt nicht haben. Das Logo meinst du? Ja. Oh. Ich, wie gesagt, Tattoo. Dafür bin ich viel zu unentschlossen immer. Könnte ich mich wahrscheinlich aber nicht festlegen. So ein Penis auf den Arm kann man sich doch jederzeit machen. Lassen. Ja, genau. Ein Schmetterling als Arschgeweih. Genau. Wie bei Chat, Mann. Ja. Also, wo bist du? Kämpfst du gerade? Nee. Ja, hier sind Gegner. Doch, okay. Cheat. Ja, bei mir war die letzten Tage nicht so spannend, beziehungsweise nicht so lustig. Ich war noch beim Arzt gestern. Hab schon wieder Probleme mit dem Hals und mit Röcheln und Husten. Will das jetzt endlich mal professionell begutachten lassen. Hab dann einmal einen Lungenfunktionstest gemacht und mir Blut abnehmen lassen. Besser ist das. Um zu gucken, ob es ein Infekt ist. Irgendwas, was sich verschleppt hat in den letzten Tagen, oder die Wochen besser gesagt. Monaten. Monaten. Ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals hier warst und nicht hier husten musstest. Ja. Ja gut, das ist halt, ja, irgendwie schon länger so bei mir gewesen. Und irgendwann nimmt man das halt als normal an. Ah, das ist aber dangerous. Ja. Und, ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht ist es auch einfach nie wirklich ausgerührt gewesen. Ja. Ich weiß nicht. Aber jetzt momentan halt eine Woche freinehmen, wäre auch aufgrund des Projektstartes auch wieder so scheiße bei ja, uns. Ja, aber so darfst du nicht denken. So ja, ich weiß leider, aber trotzdem hat man das ja dann immer im Kopf und kommt nicht so cool. Und ja, falls es wirklich noch bestehen sollte, dann werde ich mir nach dieser Woche dann wahrscheinlich auch, also dann nochmal zum Arzt gehen und das mich mal vernünftig krank schreiben lassen, aber ja. Wie gesagt, ich bin dann halt auch nicht so, dass der das dann einfach so macht. Und irgendwie bleibt dann ja immer die Arbeit hängen und das wird total. Ja, aber das ist egal, der Körper geht vor. Wenn du jetzt dich da durchkämpfst und dann hast du irgendwann eine Herzmuskelentzündung, dann war es das auch nicht wert. So geht's nicht. Vor allem steht ja dann auch nächste Woche dein Geburtstag noch an. Ja. Da will ich auf jeden Fall da sein. Und fit sein. Genau. Ich habe auch irgendwie, einmal war ich auch so erkältet, schön mit Schleim in der Lunge. Und habe dann auch diese schleimlösenden Tropfen da genommen. Und das ging und ging auch nicht weg. Ich glaube, ich habe wirklich 3-4 Wochen noch Zeug genommen, bis wirklich nichts mehr gestört hat beim Atmen. Bei mir ist es ja auch leider nicht, oder was heißt leider nicht so
dauerhaft, das ist ja eher mal so phasenweise. Und vor allem halt morgens bei mir. Ja, morgens ist es aber auch, weil sich halt über Nacht ja auch der Körper und die Flüssigkeiten im Körper verlagern. Das kann dann auch auf die Lunge gehen. Und deshalb dann morgens verstärkt oder auch durch die Nieren kommen. So. Ah, ich hasse die Laser, ey. Laser. I'm firing my laser. Ja, alle weg jetzt hier, die Laser schießen. Ja, aber die Laser sind noch da. Ja, die gehen noch einmal bis zum Schluss. Wer ist er hier eigentlich davon? Ah, oh, jetzt bin ich natürlich direkt. Das sind irgendwie so Höllenviecher, die da gegeißelt werden. Ja, schick, ne? Ja. Jedem das seine. Ewiger Verdammnis. Ich glaube, die machen das nicht freiwillig. Oh, wer weiß. Oh, darf ich noch mal bitte? Oh, jetzt kommt die schon. Das kam aber plötzlich. Gar nicht mit einer Tür und wollen sie wirklich und. Ich glaube, die haut auch bald wieder ab. Du hast sie irgendwie weggescheucht. Was macht die? Ich mag die keine Krücken. Verwirrt die gute Dame, die Gebieterin der Lust. Ich hab Verwirrungszauber. Und dann wird das das sein. Ich spiele übrigens jetzt gerade auf diesem neuen Patch, wo der Totenbeschwörer jetzt freigeschaltet ist. Wir haben uns beide das jetzt nicht gegönnt. Genau. Succubus, gib uns Chefkoch zurück. So, jetzt müssen wir das Herz der Sünde hier kaputt hauen. Sündenherz. Wie auch immer. Yeah, erste Sündenherz kaputt. Und sie ist sauer, natürlich. Na klar. Meint sie, warum haben sie alle auf uns abgesehen? So, dann würde ich sagen, erstes Sündenherz kaputt. Machen wir morgen weiter. Morgen geht's weiter, ist schon wieder soweit. Okay. Dann startet mal gut in die Woche, ihr Lieben. Genau, tut das. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.